Servus Leute, willkommen zurück zu Elisa den Keeper. Im letzten Part hätte es der Prinz fast geschafft, Elisa zu küssen, aber auch nur fast. Jetzt hat er das Zimmer verlassen und ist mit einem Kellner zusammengestoßen, der Wein auf seine Jacke verschüttet hat und die jetzt total versaut und dementsprechend ist er jetzt auch wütend. Und genau hier machen wir weiter. Ihr habt Wein über meine ganze Jacke verschüttet. Was mache ich jetzt? Es tut mir sehr leid, Eure Hoheit. Ihr kamt aus dem Nichts. Wie reinige ich einen solchen Fleck nur? Als Elisa den Lärm hörte, musste sie, wie die gute Gastwirtin, die sie nun einmal war, aus dem Zimmer kommen, um zu sehen, was geschehen war. Der große Fleck auf dem Mantel und die Glasscherben am Boden waren genügend Hinweise. Sie verstand sofort das Problem. Sie verstand sofort das Problem und war in der Lage, eine schnelle Lösung vorzuschlagen. Du kannst ihn mir geben. Ich werde deine Jacke gewaschen und gebügelt haben, bis du zurück bist. Ihn mir geben. Ihn, die Jacke, sie wahrscheinlich, also die Jacke. Verdammt, genau als ich dabei war, vorzugehen. Ich wollte, dass alles perfekt für meinen Antrag ist. Warum musste so etwas heute passieren? Oh, du siehst auch ohne deine Jacke elegant aus. Sei unbesorgt. Wenn du sagst, hier bitte, nimm meinen Mantel. Ja, nicht schlecht. Etwas missvergnügt gab er der Wirtin seinen Mantel, in der Hoffnung, sie so schnell wie möglich sauber zurückzubekommen. Ich entschuldige mich nochmals, Eure Hoheit. Wenn Elisa nicht hier wäre, hätte ich dich ihn schon mit... Wenn Elisa nicht hier wäre, hätte ich dich ihn schon mit Beleidigung überschüttet, verdammter wertloser Narr. Das ist nicht nett, Prinz. Seid unbesorgt, der Fleck sollte leicht zu reinigen sein. Ich bringe alles gleich zum Waschraum. Vielen Dank, Elisa. Ich gehe dann. Ich sehe dich dann später, Federico. Bis später. Ich entschuldige mich nochmals, Eure Hoheit. Ich sagte, seid unbesorgt. Antwortete er verärgert und versucht sich zurückzuhalten, um eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden. Der Kellner sah, dass der junge Mann nervös war und wählte weise, still zu gehen. Nachdem er sich einen Moment nahm, um sich zu sammeln, erkannte der Prinz, dass es auch für ihn Zeit war zu gehen. Für eine Sekunde befürchtete ich, dass alles auseinanderfallen würde, aber am Ende war es nur ein kleiner Zusammenstoß, nichts Ernstes. Ich bin nur etwas verärgert, dass ich in meinem Anzugshemd herumlaufen muss, aber ansonsten sind die Dinge in Ordnung. Ich hatte bereits erwartet, dass sie sich mir nicht so früh anvertraut und auch, dass sie nach einer Art Sicherheit fragen würde. Ironischerweise scheint es bisher, dass Elisa wie ein offenes Buch für mich ist. Der Prinz verließ das Gasthaus in Richtung Florenz, Zentrum. Francesca war mir so nützlich. Sie schaffte es, den Kaufmann einen ganzen Nachmittag fernzuhalten. Oh, diese Musik, ich liebe sie. Wenn das alles vorbei ist, muss ich ihr wirklich danken. Aber nun muss ich mich auf meinen nächsten Schritt konzentrieren. Ich habe eine Menge gearbeitet und riskiert, um zu diesem Punkt zu gelangen, an dem ich jetzt bin. Ich bin sicher, dass ich nichts verpatzt habe. Während des Tages hatte ich nur zwei Probleme, Fabrizios Kündigung und mein Mantel. Sonst läuft alles gut mit dem Kaufmann. Er vermutete nichts. Es wird eine Freude sein, sein Gesicht zu sehen, wenn Elisa Ja zu mir sagt. Vor allen anderen. In der Ferne konnte er schon sein Ziel sehen. Er war nicht in Eile. Eifrig näherte sich dem Geschäft und verbrachte bereits von weitem all die Gegenstände, die dort in der Auslage zu verkaufen standen. Er betrachtete. Ich bin da. Ich wette, er kauft einen Ring oder so. Einen Verlobungsring oder einen Heiratsring oder irgend sowas. Weil er will ja einen Heiratsantrag machen, so viel wie ich jetzt aus dem Text rausgehört habe. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Ach, es kümmert mich nicht. Nach heute wird Geld nicht mehr oben auf der Liste meiner Prioritäten stehen. Mein Leben ist dabei, seine große Winning zu nehmen. Also eigentlich klingt das ganz gut, weil der Prinz ist nicht mehr ganz so egoistisch, weil... Oder zumindest nicht in Bezug auf Frauen oder auf Elisa.
Weil er begehrt es ja wirklich, aber ob das jetzt so gut ist? Tatsache, ein Schmuckverkäufer, der zwar etwas seltsam aussieht, aber naja. Der Prinz fing an, die Artikel durchzusehen, um den Gegenstand zu finden, nach dem er sich sehnte und für den er das Gasthaus so eilig verlassen hatte. Entschuldigung, bitte. Ja, wie kann ich euch helfen? Ich möchte einen Gegenstand kaufen, den ihr im zweiten Schaukasten habt. Ich werde ihn euch sofort zeigen. Sagt mir, welchen genau ihr meint. Der zweite von links oben. Ausgezeichnete Wahl, mein Herr. Es ist ein bisschen teuer, aber ich kann dieses Mal eine Ausnahme machen. Ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Objekte wie diesen findet man nicht mehr überall heutzutage. Es kommt daher, weil Ritterlichkeit ausgestorben ist. Ihr habt so recht. Das sind dann 56 Münzen für euch. Für euch? 56, okay. 56? Seid ihr in Ordnung? Ihr seht etwas blass aus. Naja, kein Problem. Es ist fast alles Geld, was ich besitze. Und das zu kaufen, werde ich meine Taschen leeren müssen. Während ihr eure Bezahlung vorbereitet, werde ich es in eine schöne Schachtel legen, damit ihr noch einen besseren Eindruck macht. Damit es einen besseren Eindruck macht. Ja, danke. Ich bin kurz davor zu weinen. All das Geld, das ich durch den Verkauf meines Schlosses bekommen habe, aber ich habe keine Wahl. Währenddessen im Gasthaus. Er riskiert echt alles, der Prinz. Der Mantel des Prinzen war bereits gewaschen und hing so lange draußen, bis er nicht mehr nass war. Elisa nahm ihn zusammen mit dem Rest der Wäsche mit und brachte alles im Haus, um es zu bügeln, nachdem sie das Bügeleisen erwärmt hatte. Moment! Mir kommt gerade ein böser Gedanke. Hat er nicht das Tagebuch im Mantel? Oh je. Oh, wenn das wirklich ist, dann entdeckt sie es doch jetzt. Oh je. Oh je, das kann jetzt richtig nach hinten losgehen. Ich möchte, dass er es nett, sauber und gebügelt vorfindet. Es tut mir leid, wie ich mich vorher aufgeführt habe, aber er war ein wenig voreilig, um fair zu sein. Ich mag ihn und bin bereit, weiter mit ihm zu gehen in unserer Beziehung. Aber er muss mir vorher beweisen, dass er mich auch wirklich mag. Das Eis ist fast abgekühlt. Fabrizio hat mich zuvor immer darum gebeten. Ich frage mich, wo er ist und ob er schon eine andere Arbeit gefunden hat. Ach, hör auf, an ihn zu denken. Er verdient wirklich kein bisschen meiner Zeit mehr. Danach, was er getan hat. Nach dem, was er getan hat. Das ist auch wieder so ein böses Denken. Mann. Wenn ich hier fertig bin, kann ich mich ein wenig entspannen. Es ist noch etwas Zeit, bevor ich die letzte Aufgabe zu erfüllen habe. Und leider bleiben wir mit nur 5 Kunden zurück. Es gibt jetzt im Moment gerade nicht mehr viel zu tun. Nachdem der Mantel des Prinzen vollständig gebügelt war, legte sie ihn zurück in den sauberen Wäschekorb. Aber als sie einen besseren Blick darauf warf, sah sie, wie ein Buch aus dem Korb fiel. Nein! Neugierig kramte sie in der Wäsche, um was auch immer es war zu finden. Wie ist das hier gelandet? Ich bin mir sicher, ich habe es also auf dem Tisch in meinem Zimmer gelassen. Sie glaubte, es sei das Tagebuch, das ihr vom Kaufmann geschenkt worden war. Sie achtete nicht darauf und legte es auf den Tisch. Jedoch fiel, als sie es hinlegte, ein kleiner Zettel hinaus. Es sah aus wie ein Lesezeichen. Ich habe nie ein Lesezeichen benutzt. Vielleicht hat Federico es für mich zurückgelassen. Nicht sehr erfreut zog sie ein Stück Papier aus dem Tagebuch, um es zu lesen, weil die Worte darauf ließen Elisa verstehen, dass der Gegenstand vor ihr nicht das Geschenk des Kaufmannes war. Das ist Federicos Handschrift. Auf dem Zettel waren alle Arten von Notizen, die alle aus den schriftlichen Berichten vom Tagebuch des Mädchens stammen. Erschüttert über den Inhalt des Papiers öffnete Elisas Tagebuch, um jeden Zweifel auszuräumen. Sie bestätigte, dass dies ihr wahres Tagebuch war, das sie vor ein paar Tagen verloren hatte. Jetzt ist alles aus. Jetzt hat der Prinz verschissen. Das ist unmöglich. Schockiert und mit zerbrochenem Herzen packt sie den Mantel des Prinzen und das Tagebuch, um zum Hauptsaal zu gehen.
Was für ein unvergesslicher Tag. Selbst wenn ich ein Vermögen ausgegeben habe, kann ich nicht aufhören zu lächeln. Nicht mehr lange, nur ein wenig mehr und ich werde in der Lage sein, den Moment zu genießen, von dem ich geträumt habe. Das sind Albträume. Fröhlich schlenderte der Prinz zurück ins Gasthaus. Die riesigen Kosten schienen nicht im Mindesten auf seine gute Stimmung zurückzudrücken. Was? Die riesigen Kosten schienen nicht im Mindesten auf seine gute Stimmung zurückzudrücken. Was ist das für ein Satz? Die riesigen Kosten schienen ihm nicht auf seine gute Laune zu drücken, so in der Art. Nach der Rückkehr ins Gasthaus sah er sofort seinen Mantel auf einem Stuhl im Hauptsaal, sauber und gebügelt. Ich muss speichern, ich habe Angst. Was jetzt passiert, das wird richtig oje. Es gibt in diesem Spiel ja Geschichtserzählungen, die sich mehr oder weniger voneinander abgleichen. Ich weiß nicht wie genau, aber ich frage mich, was dann in Together abgeht. Oh je. Ich habe Angst, jetzt Elisa über den Weg zu laufen. Sie ist wie Daniela, Miss. Oh, wie süß. Sie hat meinen Mantel schon gereinigt. Kein Einzacher eines Fleckes mehr. Wahrlich eine gute Arbeit. Aber wo ist Elisa? Ich sehe sie nirgends. Eifrig dazu entschlossen, Elisa sein Geschenk zu bringen, das er gerade im Zentrum gekauft hatte, zog der Prinz den Mantel an und ging die Wirtin suchen. Überprüfte jeden Ort, an dem sie sein könnte. Er sah in der Waschküche, der Küche und dem Hauptsaal nach. Als er sicher gegangen war, dass sie nicht im Erdgeschoss war, kam ihm die Idee, dass das Mädchen womöglich in einem der Zimmer im Obergeschoss sein könnte. Guckt die böse! Ein bisschen süß, aber böse. So wie er das Zimmer von Elisa erreicht hatte, öffnete er eilig die Tür und zog die Schachtel heraus, die ihm der Händler gegeben hatte. Sie saß auf dem Bett mit hängendem Kopf, ihr Blick traurig und leer. Elisa, endlich habe ich dich gefunden. Ich muss dich etwas sehr Wichtiges fragen, sagte er und zog den Ring heraus, um ihn ihr mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu zeigen. Aber sie antwortete nicht. Sie saß unbewegt da und sah ihn nicht einmal an. Warum ist sie so still? Ein neues Lied, oje. Elisa, bist du in Ordnung? Wie abscheulich, flüsterte die Frau, angewidert vom Verhalten des Prinzen. Okay, jetzt ist es schon alles verloren. Der plötzliche Sinneswandel der jungen Frau ließ ihn sprachlos dastehen. Er hatte keine Ahnung, was mit ihr los war, bis Elisa ihm das Tagebuch zeigte, das sie gerade gefunden hatte. Oje, das ist nicht möglich. Der Ausdruck im Gesicht des Prinzen änderte sich schlagartig, als er das Objekt erkannte, das das Mädchen ihm zeigte. Der teure Ring, den er in den Händen hielt, schlüpfte aus seinen Fingern und fiel achtlos zu Boden, aber er bemerkte es nicht einmal. Er war von einem stechenden Schmerz in seiner Brust überwältigt, der alle seine Gedanken lähmte. Die Zeit begann für ihn kriechend langsam zu werden. Elisa, ich... Nachdem der Ring auf den Boden gefallen war und dabei ein metallisches Geräusch gemacht hatte, stand Elisa auf und ließ den Prinzen allein. Oje. Ich habe verloren. Ich habe verloren? Das klingt wie ein Spiel, du Penner! Oh! Ich habe verloren! Scheiß Prinz! Ich weiß nicht mehr, ob die Möglichkeit stand, so von wegen, ja, ich klaue das Tagebuch, aber nee, ich klaue es nicht. Ich glaube, man hatte keine Möglichkeit, es auszuwählen. Ich hätte ihr Tagebuch niemals genommen. Verzweifelt schleppte er sich langsam den Gang entlang und ging auf sein Zimmer zu. Er war ein gebrochener Mann. Wie konnte das nur geschehen? Ich fühle mich so schrecklich. Ich mochte mich nur noch in meinem Zimmer einschließen und nie wieder rauskommen. Ich glaube, Elisa wird ihn rauswerfen. Während er von Elisas Zimmer weg und zu seinem eigenen ging, hielt er einen Moment inne, als er die Stimme von Rebecca und Katrina hörte. Sie schienen untereinander etwas zu besprechen. Hast du gesehen?
Nun, da Fabrizio der Kellner gegangen ist, ist das Gasthaus in totalem Chaos. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Diese Worte erregten die Aufmerksamkeit des Prinzen, der näher kam, um durch die Tür zu lauschen. Vermochte oder so, damit er hören konnte, was die Frauen sprachen. Ich muss sagen, vorzugehen, eine Adlige zu sein, war ermüdend. Allerdings war es das wert. Dieser Ort ist unser bester Raub, wenn alles glatt abläuft. Oje. Morgen werden wir hier mit 2000 Goldstücken hinausspazieren. Bist du sicher, sie bewahrt die Truhe mit dem Gold in jedem Raum auf? Ich habe es dir doch gesagt, gestern, als du mich mit diesem betrunkenen Kellner allein gelassen hast, nutzte ich die Gelegenheit, um ihn weiter zu befragen. Am Ende gab er den Ort preis, wo sie ihren Gewinn lagern. Nun, ich weiß nicht den genauen Platz, aber wir werden es morgen schon herausfinden. Okay, wenn er das verhindern könnte, dann wäre das die Chance, wie er sich bei Lisa doch noch dafür entschuldigen könnte. Der Prinz konnte nicht glauben, was er hörte. Er kam noch näher zur Tür, um sicherzustellen, dass er sich nicht verhört hatte. Habe ich da richtig gehört? Sie wollen das Geld des Gasthauses stehlen? Morgen können wir uns keinen Fehler erlauben, oder wir werden alles ruinieren. Mach dir keine Sorgen, ich bin zwar nicht gut mit Worten, aber du weißt besser als ich, dass ich die Beste in solchen Dingen bin. Morgen um 3 Uhr Nachmittag werden wir handeln. Sie werden so abgelenkt sein, dass sie es für ein paar Tage nicht herausfinden. Bis dahin werden wir weit, weit weg sein. Ein plötzlicher Anflug von Angst überkam den Prinzen, der sich Sorgen machte, die Mädchen könnten ihn sehen. Er ging eilig auf Zehenspitzen zurück in sein Zimmer. Erst einmal drin schloss er die Tür, zog seine Schuhe aus und warf sich auf sein Bett. Die beiden sprachen wirklich von einem Raub. Sie erwähnten die Zeit und den Ort und sie deuteten auch irgendwelche Art von Ablenkung an, die ihnen helfen sollte, ungestört zu handeln. Der Prinz lag still da für einige Minuten und blickte zur Decke hoch, während er in seinen Gedanken verloren war. Sein emotionaler Schock nach dem Scheitern bei Lisa und darüber hinaus die teuflischen Pläne der beiden Frauen zu hören, füllten seinen Kopf und überstiegen bei weitem das, was er aushalten konnte. Jetzt will ich wirklich nicht denken. Ich bin so müde. Ich möchte jetzt einfach nur schlafen. Aber vielleicht ist es besser, einige Notizen zu machen, damit ich es nicht vergesse. Oh, da denkt er wenigstens mit. Nachdem er in den Schubladen seines Nachtkästchens neben dem Bett gesucht hatte, fand der Prinz endlich etwas Papier und einen Stift. Gegen seine Müdigkeit kämpfend versuchte er, so genau wie möglich einige Notizen darüber zu machen, was er gehört hatte. Also, sie sagten 3 Uhr nachmittags. Ja, und sie erwähnten eine Ablenkung. Schnell notierte er alles, an das er sich erinnern konnte, dann legte er sich wieder auf sein Bett und schlief fast sofort ein. Und ich glaube, Elisa findet irgendwann den Zettel, habe ich recht? Ich muss zugeben, das ist echt spannend gerade. Ich will gar nicht mehr aufhören. Nach einigen Stunden war es in der Hauptsaal. Ja, gut. Das Deutsche in dem Spiel ist sowieso nicht der Hammer. Aber egal, das Spiel macht trotzdem sehr viel Spaß. Nach einigen Stunden war es in dem Hauptsaal still geworden. Es war niemand mehr da, außer dem Kaufmann, der immer noch am Tresen saß und ein Glas Wein trank. Ich hätte nie erwartet, dass die Dinge so gut laufen, aber ich war nicht wirklich darauf vorbereitet. Die Wahrheit wurde zwar gesagt, aber ich hätte die Szene gerne etwas länger genossen. Aus dem Schatten im Raum kam Francesca heraus, die schnell den Kaufmann am Tresen erreichte. Sie kam zu solch einer perfekten Zeit hervor, dass es so aussah, als hätte sie auf ein Stichwort gewartet. Könnt ihr an nichts anderes denken? Ist diese Demütigung nicht genug? Ach kommt schon, warum seid ihr böse? Schließlich war es euer Tun, nicht? Erinnert mich nicht daran, ich bin in Wahrheit nicht besonders glücklich darüber. Warum beschwert ihr euch? Alles lief, wie ihr es wolltet und all die Teile fielen an ihren Platz. Ich bin etwas traurig wegen Federico. Es tut mir auch leid für Lisa, aber es war unvermeidlich. Wisst ihr, ich muss euch gratulieren. Wofür? Kein Text. Doch jetzt. Für alles. Euer herausragende Wahl.
Eure Herangehensweise war ein Geniestreich. Ihr habt vorgetäuscht, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihm meine Absichten zu erzählen, aber in Wirklichkeit habt ihr die ganze Zeit mit mir gemeinsame Sache gemacht, um ihn zu täuschen. Ihr sagtet ihm, nicht schlafen zu gehen, um sich besser vorbereiten zu können, aber damit habt ihr erreicht, dass er müde wurde und seine Aufmerksamkeit nachließ. Danach habt ihr den Kellner bezahlt, um vor Elisa seinen Mantel zu beflecken. Ist das mies? Ihr wart euch bewusst, dass sie ihn waschen würde. Ihr habt das Vertrauen des Prinzen verdient, indem ihr mit mir, wie versprochen, zu einem Spaziergang gingt, damit er den ganzen Tag über nicht mehr vor mir auf der Hut hatte zu sein müssen. Also, dass er nicht mehr auf der Hut sein musste, so. Er hätte sicher nie vermutet, dass jemand diese Situation ausnutzen würde, um bei der Hintertür hereinzukommen, um sein Zimmer zu durchsuchen. Und offensichtlich konnte er sich nie vorstellen, dass wir alles geplant hatten, um das wiedergefundene Tagebuch an Lisa zurückzugeben, indem wir es im Korb der sauberen Wäsche ließen und es damit so aussah, als ob es sich die ganze Zeit über im Mantel des Prinzen befunden hatte. Aha! So ist das also. Ihr Schweine. Aber gut, da muss ich einen Cut machen erstmal, weil wow. Das ist ja mies hoch 10. Wie spannend, ich muss gleich noch eine Folge machen. Ey, das Spiel zwingt mich dazu aufzunehmen. Ich komme nicht zur Ruhe. Eigentlich hätte ich morgen einen Termin. Und eine Arbeit würde auch noch morgen anstehen. Aber ey, das Spiel fordert gerade alles von mir. Dann würde ich sagen, das war Elisa, den Keeper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.